Es gibt für alles eine App, genauso bei Windows 8.1. Wir haben hier unsere Startansicht. Dort sehen wir schon verschiedene Kacheln. Jede Kachel steht für ein Programm oder eine App, sprich eine Anwendung. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wir möchten ganz gerne mal schauen, wo finde ich diese Apps? Gibt es auch einen Store dafür? Ja, den gibt es. Und zwar finden wir den hier schon direkt auf unserer Startansicht. Da sehen wir ihn mit dem kleinen Symbol, dieser Einkaufstüte. Ich bekomme hier schon Informationen angezeigt, was es alles so Neues gibt. Also entweder beim Touch-Display einfach mal draufklicken oder dann mit der Maustaste draufgehen und das Ganze mal anklicken. Schon startet der Store. Ich bin jetzt schon automatisch in diesem Store drin, denn wir haben uns beim Einrichten dieses Notebooks mit einer Microsoft-E-Mail-Adresse angemeldet. Das heißt, wir haben ein Konto angelegt mit Passwort. Das ist hier gleich hinterlegt und so kann ich direkt loslegen. Sollten Sie das noch nicht gemacht haben, werden Sie irgendwann natürlich dazu aufgefordert, sich dort anzumelden oder ein Konto einzulegen. Was man jetzt ganz schön sieht, dieser Store ist natürlich auch wieder in die Breite aufgebaut. Hier sind so ein paar Tipps generell. Dann haben die jeweiligen Hersteller das so gemacht, dass ihre Apps, die sie empfehlen, halt ganz vorne sind. In dem Fall ist es halt Toshiba. Wenn sie Asus, Acer, Samsung, Sony, Lenovo oder wen auch immer haben, dann stehen die hier ganz vorne mit dabei. Jetzt kann ich das Ganze mal weiter scrollen. Ich mache das jetzt einfach mal mit der Hand. Sie könnten natürlich auch das Touchpad benutzen, indem Sie mit zwei Fingern über das Touchpad nach links oder nach rechts streichen. Ich mache mal weiter mit der Hand. Dann sehen wir jetzt die Kategorien, das heißt, meine Apps sind auch nach Themen sortiert. Spiele, soziale Netzwerke etc., Musik, Video, Sport. Okay, dann gucken wir mal weiter. Da empfohlene Apps, Skype zum Beispiel. Das ist natürlich klasse, damit ich da mit Video telefonieren kann. Spiele sind dabei. Oh super, Facebook, das fehlt mir noch. Einmal die App anklicken. Hier bekomme ich jetzt Informationen über die App, die ich ausgewählt habe. Zum einen, ob ich sie installieren möchte. Ah, dann ist sie auch noch kostenlos. Es gibt auch sogenannte Screenshots. Das heißt, hier kann ich Fotos auswählen, wie diese App aussieht, was sie alles kann. Das kann ich mir anschauen. Des Weiteren befinde ich dann hier noch eine Bewertung und natürlich auch Kommentare von anderen Usern, wie sie mit dieser App zurechtkommen. Finde ich super. Dann nochmal ein paar Details und was. So. Ich entscheide mich jetzt dafür, diese App zu installieren. Deswegen klicke ich dann hier oben auf das grüne Symbol Installieren. So können Sie sich also jetzt jede App installieren. Und das Bing hat mir gerade schon gezeigt, das geht auch ruckzuck. Facebook ist schon installiert. So schnell geht das Ganze. Also würde ich sagen, klicken wir mal auf den Pfeil zurück und schauen mal, was es denn sonst noch so für Apps gibt. Jetzt kann ich natürlich die ganze Zeit dort durchstreichen, Kategorie für Kategorie. Ich kann aber auch suchen. Sie haben oben rechts ein Suchfeld. Wenn Sie dort oben draufklicken, kann man direkt nach Apps suchen. Eine tolle App zum Fernsehgucken ist Zattoo. Da steht es auch schon, Live TV. Einmal anklicken. Und da habe ich jetzt verschiedene Fernsehsender, die ich dann übers Internet verfolgen kann. Öffentlich-rechtliche, private Sender, je nach Angebot. Auch hier wieder die Informationen, die diversen Ansichten, was alles möglich ist. Und auch hier wieder Hinweis, installieren und vor allen Dingen kostenlos. Es gibt aber auch kostenpflichtige Apps. Da müsste ich dann halt bei meinem Store, hier von Microsoft, auch eine Zahlungsmodalität hinterlegen. Aber dazu würde ich dann halt aufgefordert werden, wenn ich mich einmal für eine kostenpflichtige App entscheiden sollte. So, auch Zattoo würde ich ganz gerne nochmal nehmen, einmal installieren. Das passiert jetzt alles automatisch im Hintergrund. Und ich sehe hier oben auch ein paar Informationen über den Installationsstatus. Wenn ich jetzt Apps bereits installiert habe oder auch vielleicht noch von einem alten Konto, auch schon wieder installiert, von einem alten Konto noch Apps übernehmen möchte, das heißt, Sie hatten bereits ein Microsoft-Konto mit einem anderen Notebook, das ist jetzt Ihr neues Notebook, das würde jetzt für uns bedeuten, wenn ich mich mit der alten Microsoft-E-Mail-Adresse anmelde, dann würden auch diese Apps für mich schon im Hintergrund parat stehen. Wie finde ich die? Ganz einfach, ich suche mir hier eine freie Fläche. Mit der Maus klicke dann auf die rechte Maustaste und bekomme dann auch wieder ein Zusatzmenü eingeblendet. Da sehen wir hier meine Empfehlungen, die top bezahlten und was ganz wichtig ist, hier oben Infos zu meinem Konto und da Ihre Apps. Da klicke ich jetzt mal drauf. So. Und dann werden die jetzt alle aufgelistet. Diese Ansicht ist jetzt gerade leer bei mir, denn hier oben steht auch auf diesem PC nicht installierte Apps. Ich habe mein Microsoft-Konto gerade mit Ihnen zusammen ganz neu angelegt. Das heißt, die beiden Apps, die ich gerade heruntergeladen habe, die sind ja schon auf dem PC installiert und es gibt keine, die ich nochmal abrufen könnte.
Sollte es bei Ihnen der Fall sein, dass Sie schon eine Microsoft-Konto-ID haben mit E-Mail-Adresse und Passwort, dann würden alle Apps jetzt aufgelistet werden, die noch nicht bei Ihrem neuen Computer installiert sind, die aber zu Ihrem Microsoft-Konto gehören, die Sie irgendwann mal heruntergeladen haben. So, ich ändere das hier oben mal und sage mal alle Apps. So, ups, da habe ich schon eine ausgewählt. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Und da sehe ich jetzt alle meine Apps, die auf meinem Notebook bis dato verfügbar sind. Sind das schon eine ganze Menge? Einige sind ja schon vorinstalliert worden. Und auch da kann ich jedes Mal draufklicken und mir nochmal Informationen dazu durchlesen. Es gibt da nochmal Empfehlungen für andere Apps natürlich auch. So, gehen wir nochmal zurück. Wichtig ist für mich jetzt natürlich nur, dass ich eine Store-Übersicht habe, wo ich nach Kategorien suchen kann, wo ich ein Suchfeld habe, wo ich nach bestimmten Themen, Stichworten oder auch nach Namen von Apps suchen kann, um diese zu finden. Wenn ich die installiert habe, das Update passiert ja automatisch. Das hatten wir bei der Einrichtung ja schon gesagt, dass diese Apps sich von alleine aktualisieren können. Weitere Informationen bekomme ich natürlich dann hier mit dem Mauszeiger, rechte Maustaste über das Zusatzmenü, was hier eingeblendet wird. Und ich habe natürlich auch hier an der Seite das Schammenü. Und wenn ich da jetzt mal auf PC-Einstellungen klicke, dann bekomme ich hier auch nochmal die Möglichkeit, auf mein Konto zuzugreifen, auf die Einstellungen und auch auf die App-Updates. Das Schammenü erkläre ich Ihnen später nochmal genau in einem Video. Was hier nur wichtig ist, was Sie sich schon mal behalten sollten, ist, wenn Sie das einblenden und dann auf Einstellungen gehen, dann haben wir im oberen Bereich immer nochmal Möglichkeiten, die für die aktuelle App, für das aktuelle Programm gedacht sind. Jetzt bin ich im Store, deswegen kann ich hier oben auf mein Konto die Einstellungen, die Updates und die Nutzungsbedingungen zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rausgehe, gehe mal wieder auf die Windows-Taste, starte dann zum Beispiel nochmal meinen Internet Explorer, da oben ist er, gehe jetzt nochmal auf das Schammenü an der Seite, klicke auf Einstellungen, dann sehen Sie, dann ändert sich das hier oben. Jetzt habe ich plötzlich Optionen, Datenschutz, Info und weitere Sachen. Jetzt werde ich nochmal an die Toshiba-Registrierung erinnert. Das ist jetzt erst nicht schlimm. Das ist eine Anwendung Ihres Herstellers, dass er halt gerne möchte, dass das Produkt bei ihm registriert wird. Das kann man gerne auch ignorieren, wenn man möchte. Ansonsten bekommt man darüber natürlich auch einen guten Status, auch Infos zu Updates zum Beispiel. Also überlegen Sie sich das, ist Ihre Entscheidung, ob Sie sich da registrieren oder nicht bei Ihrem Hersteller. Was für mich jetzt wichtig war, ist hier dieses Schammenü und da sehen Sie halt einfach, ich habe hier nochmal bestimmte Informationen zu der App, die ich gerade nutze. Wow! Aber wir waren gerade im Store, deswegen machen wir die jetzt wieder zu. Tschüss. Und der Store ist noch geöffnet. Einmal nach links wischen. Da ist er auch wieder. Das haben wir uns alles schon angeschaut. Die Updates passieren automatisch und darüber werden Sie auch in Kenntnis gesetzt. Wir haben jetzt gerade zwei Apps heruntergeladen. Das waren ja Facebook und Satu Live TV. Deswegen gehen wir zurück in unsere Startansicht. Und dann müssten wir die jetzt natürlich hier auch finden. Aber Moment mal, bei der Bedienung haben wir schon gesehen, dass die sich gar nicht automatisch hier mit einordnen, sondern dass wir die in der Apps-Übersicht natürlich finden. Gucken wir mal durch. Da ist Facebook. Einmal gedrückt halten. Dann bekomme ich die Information. Sag halt hier zu Start hinzufügen. Und da ist Facebook. Dann gehen wir nochmal runter. Unter Z finde ich Satu Live TV. Einmal gedrückt halten. Zu Start hinzufügen. Da ist Satu. Jetzt kann ich mich hier ganz einfach anmelden. Ich klicke jetzt mal bei Facebook drauf. Das startet jetzt von alleine. Und auch hier gilt wieder eins. Beim allerersten Mal muss man sich bitte mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmelden oder dann hier unten über den Link ein neues Facebook-Konto eröffnen. Bei Satu ist das ähnlich. Ich mache mal Facebook zu. Einmal nach rechts. Da, Satu. Einmal starten. Und auch hier nochmal eine separate Registrierung. Das heißt, jede App, jeder Hersteller einer App, jeder Programmierer hat da natürlich seine eigenen Anforderungen, die da erfüllt werden müssen. Windows bietet generell im Store eine ganze Menge an Apps, an Möglichkeiten, an Programmen. Schauen Sie da einfach mal hinein. Es kommen täglich neue hinzu. Und so einfach können Sie jetzt Ihr Notebook, Ihr Tablet, Ihren PC mit neuen Apps zu verschiedenen Themen und Interessengebieten erweitern.